So. Gucken, was der Chat sagt. Genau, wir schauen gespannt zu, da gibt es nicht viel zu sagen, das stimmt. Ist wieder eine Tüte, die gleich weggeweht wird, wahrscheinlich, ja. Das hier sieht so aus, als sind ja auch einige Monster. Warte mal, hier war gerade wieder irgendwas. Okay, hier ist was zum Verstecken. Die typische Tonvariante von der Schulglocke, aber wirklich in einem sehr unangenehmen, Gänsehaut erzeugenden Tonfall. Also verzerrt und so. Boah, das war gerade gruselig. Gerade Gänsehaut. Tschüss! Ich habe das Gefühl, dass es nicht weggeht. Okay, wenn ich rausgehe, sofort einen Stein werfen. Es ist weg. Okay, man muss bei dem lang genug warten. Kommst du nochmal, wenn ich hier... Hä? Ich kann hier nicht nochmal lang? Okay, sie will da nicht lang. Ist einfach aus dem Schulgebäude rausgekommen. Was auch immer das war. Sehr viele Büsche zum Verstecken. Ich glaube, hier wird noch eine ganze Menge mehr auftauchen, wo wir vor dem wir uns verstecken müssen. Und den lassen wir mal in Ruhe. Ist auch noch eine Jesus-Statue. Warte mal, wo haben wir Polo gesehen? Da beim Eingangstor. Das heißt, wir müssten ja irgendwie eigentlich zum Tor runter und erst dann nach rechts gelaufen, also Richtung Pool. Ich würde sagen, wir erforschen trotzdem erstmal das Schulgelände. Ist ja auf jeden Fall hier, wo es jetzt storytechnisch weitergeht. Hier ist noch eine Notiz. Da liegt Schuh? Oder was? Irgendwas liegt da. Ich sehe nicht genau, was es ist. Lesen wir erstmal. Okay, einfach nur sowas wie nochmal Karte fürs Gelände. Geradeaus der Hühnerstall. Links. Ich gucke nochmal nach, kurz, was Dumpster jetzt wirklich heißt. Dumpster ist aber schon sowas wie, wie ein Müllablage-Dingsbums. Dumpster, ich gucke mal ganz kurz nach. Dick CC. Dumpster. Müllcontainer, okay, tatsächlich. Das ist was mit Müll zu tun hat, war mir auf jeden Fall klar. Huch. Okay, sie bewegt sich gerade automatisch. Ah, das ist wirklich ein Schuh. Das ist der Schuh von Schwester. Aber wieso ist er hier? Hallo? Okay, sie läuft automatisch. Ich dachte, ich muss laufen. Aber ich wollte noch zur Schlüsselstatue speichern. Wo läufst du und wo läufst du hin? Versteck dich im Busch. Versteck dich im Busch. Versteck dich im Busch, ja. Alter, was ist das für ein ekliges Vieh? Ich mach nichts. Ich mach nichts. Piss jetzt nicht in den Busch rein, bitte. Heiliger. Boah. Ja, das war nicht Polo. Ich glaub's auch. Sie schaut sich immer noch selbst um. Mache immer noch nichts. Ich habe. Meinst du jetzt, sie hat den Schuh vergessen oder sie hat über den Schuh, also sie hat den Schuh. Ja, sie hat den. Sagen wir einfach. Ich habe den Schuh von Schwester vergessen. Ich muss ihn holen. Ja, doch, wirklich das Ding an sich vergessen. Das Gerät an sich, meint sie. Wahrscheinlich wird uns der Hund jetzt überall auf dem Gelände hin und her nahen. Okay, also vorneweg ist der Müllcontainer, man kann eine ganze Menge an Stuff finden. Es ist gefährlich, also solltest du da nicht hinrennen. Ich nehme das gerne an, ich gehe jetzt nochmal, wenn wir irgendwer an dem Hund vorbeikommt, zu der anderen. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wo auf dem Weg noch Büsche zum Verstecken waren. Erstmal zu der Jesus-Statue, nochmal in der Nähe von diesem einen komischen Vieh. Geh doch nicht automatisch hin!
jetzt noch eine bessere Idee, ihm zu folgen. What the Scheißfuck? Wo kommt der denn jetzt her? Und wieso? Ich bin einfach panisch weggerannt und bin seinem Biss ausgewichen dadurch. Was mich nicht... Bitte greif mich nicht an, bevor ich nicht an der Statue gespeichert habe. Ich lasse dich ein paar Meter noch nach vorne gehen. Ich will wenigstens, wenn ich sterbe, hier anfangen. Ja. Okay, jetzt können wir weitermachen. Und jetzt versuche ich erstmal in den Dumpster zu gehen, schaue, ob wir uns da ein bisschen Zeug holen können. Also da kann jetzt hier jederzeit aus dem Büschen rauskommen, oder wie? Ich muss immer den Finger auf der Lauftaste haben. Wenn jetzt rechts aus dem Busch rauskommt, allerdings bin ich am Arsch. Was sagt der Chat? Porto auf Steroiden, ja. So sieht's aus. So sieht er aus. Hier kommen wir nicht rein. In die Schulgebäude würde ich eigentlich auch nicht rein wollen, nachts, wenn es dunkel ist. Okay. Den Busch zum Verstecken hier werden wir bestimmt brauchen. Ich bin bereit, sofort umzudrehen, zu laufen und in den Busch zu verstecken. Es ist verdächtig ruhig hier. Wo? Okay, die folgen scheinbar wieder bestimmten Bewegungsmustern. Die Statuen machen mir mehr Angst. Ja, bestimmtes Bewegungsmuster, okay. Das heißt, wahrscheinlich nicht in die Statuen reinlaufen und schauen, wie sich die Müllberge bewegen. Du gehst oben, links, runter, links. Jetzt rechts, ja. Hier ist auch einer zum Verstecken. Ich will doch nicht bei den Statuen langlaufen. Oder doch? Okay. Das ist echt übel. Es verfolgt mich doch! Nee, doch nicht. Oder? Doch, es verfolgt mich. Aber es hängt irgendwie fest. Okay, das ist auch wieder echt widerlich da. Ich frage mich. Ich laufe nicht hin, um es rauszufinden, was passiert, wenn ich. Das scheint aber irgendwie. Das scheint so ein Eingang zu irgendwas. Okay, da liegt was. Das hole ich als letztes. Erstmal will ich wissen, was das ist. Eine Notiz zu Misshandlung oder so? Schauen wir mal kurz ins Scrapbook rein. Dann könnte ich auch mal gucken, ob, falls wir jetzt sterben, ob es dann wirklich auch die Notizen im Scrapbook bleiben. So, Z. Wie komme ich hier durch? Change Kategorie Q und E. Collect, Dry Tissue. Ah, hier. Ah, nicht abusive, ist nicht doch misshandeln. Ja, doch, misshandeln in die Richtung geht schon oder so. Jemanden sehr mit sehr starken Worten niedermachen. Deswegen ist ja auch du. Ist ja. Idiot, du nervst, verschwinde. Jemand hat hier eine sehr negative oder miese Notiz geschrieben. Ich hoffe, dass ich nicht nur für diese Notiz hierher gekommen bin. So, nochmal kurz gucken, dass die Dinger gerade ein bisschen nicht in der Nähe sind. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir uns das hier holen. Verdammt, jetzt habe ich falsch gedrückt. Fuck, und jetzt... Hä? Das Vieh schon. Okay. Hund, auf Hund aufpassen. Ich will nochmal. Auf Hund aufpassen, ich sag's noch. Der scheint auch random aus den Büschen rauszukommen. Im Zweifelsfall hier oben im Busch sofort verstecken gehen. Ich bin gegen die verdammte Mauer gerannt. Oh, ich muss da sowieso lang, auch wenn ich in den Dumpster will. Um nochmal zu gucken, was ich denn da verpasst hätte. Ich will's wissen, ich will's wissen. So oder so müssen wir da irgendwann mal hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße, war das knapp. Ist er weg? Kommt er jetzt immer hier? Nee.
Alter Schwede. Okay, irgendwas ist hier in der Nähe. Wahrscheinlich weiter unten. Ich will jetzt wissen, was das andere Ding da ist, was man einsammeln könnte. Ich gehe jetzt mal von unten ran und laufe dann so schnell, wie ich noch kann. Achso, ich wollte ja gucken, falls wir sterben, die Notiz, ob sie noch da ist. Gut, dass ich dran denke. Ob die Items, die eingesammelten, man wirklich behält. Ja, behält man. Aber es gibt bestimmt, je nachdem, wie oft man stirbt, ein besseres oder schlechteres Ende, könnt ihr mir vorstellen. Das heißt, ich bin da auch nicht unbedingt im guten Wege. Nur gar nicht da. Jetzt. Ich folge dir mal, sammle es dann schnell ein. Und lauf dann, was das Zeug hält. Okay, das ist vielleicht echt nicht unwichtig, ein Schlüssel. Verfolgst du mich? Ist mir auch egal. Ich laufe einfach. Okay, Schlüssel gefunden. Wichtig. Gut, dass wir da hingegangen sind nochmal. Können wir das Ding auch von hinten lesen? Ah, okay. Gut, dass wir das nochmal gemacht haben. Da ist ein sehr wild wirkendes kleines, kleine Handschrift in der Ecke. Lesen wir sie mal. Ja. Lese ich jetzt, nachdem ich den Schlüssel habe, entdecke ich das. Okay, aber merke, auch nochmal Rückseiten und so weiter und nochmal aus verschiedenen Winkeln Sachen angucken, weil da kann man Hinweise finden. Das ist zumindest gut zu wissen. Also, ich habe den Schlüssel für den Hühnerstall in der Müllablage verloren. Ich habe es nicht mit Absicht getan. Tja. Oh Mann. Vielleicht kommt auch bestimmt wieder irgendwo der Hund. Dann sofort in den Busch. Ich renne schon mal zum Busch. Passiert. Okay, wir starten jetzt sowieso wieder bei der Statue rechter Hand. Deswegen, was passiert hier eigentlich? Hier ist irgendwas. Ah ne, das ist wieder der Busch. Okay, wir folgen mal, wo der Hund lang gelaufen ist mit dem Schuh von Schwesterherz. Was die beste Idee der Welt ist. Ich meine, hier ist ja sowieso der Richtung Chicken Coop, das heißt, wir hätten einen Schlüssel wahrscheinlich so oder so gebraucht, um da weiterzukommen. Gehst du einen bestimmten Weg und verfolgst mich, wenn ich zu nahe komme? Ich versuche mal ganz nah an den Rand zu gehen. Das ist echt widerlich. Ich laufe lieber. Okay. Scheint mich nicht zu verfolgen, sondern auch wieder feste Route zu gehen. Also die meisten gehen feste Route, aber wenn man zu nah dran kommt, verfolgen sie einen doch. Also auch bei denen muss man aufpassen, die nach festen Bewegungsmustern gehen. Hier sind zwei Büsche, gut zu wissen. Die können wir bestimmt brauchen, so frei wie das hier aussieht, um vor dem Hund wegzulaufen. Oh, keine Grusel-Chicken. Keine Evil-Chicken. Hier geht's auch irgendwo. Ja, hier geht's weiter. Da ist irgendwas in dem Stall drin. Mit dem Eimer können wir nichts machen. Gehen wir mal rein und schauen wir, was wir da finden. Ich glaube, die werden bestimmt noch zu Horror-Chicken mutieren, wenn wir die jetzt freilassen. Das ist keine gute Idee, Flo. Das ist keine gute Idee. Wie oft sage ich eigentlich jetzt im Laufe dieses Horror-Let's-Streams, dass etwas keine gute Idee ist? Ich mache dann mal hier den Chicken Coop auf und schau mal, was uns da drin erwartet. Sieht so aus, als wäre es versperrt. Die werden jetzt bestimmt weglaufen. Hä? Ah, okay. Ich schließe es automatisch, damit die Viecher nicht rausrennen. Okay, kämpfen wir uns mal durch. Und schauen, was hier fallen gelassen worden ist. Pool Key, okay. Den Schlüssel für den Pool. Keine Horror Chicken? Nein, aber ihr lasst mich gerade nicht durch. Jetzt. Okay. Kurz gucken. 5 Münzen, 6 Steine. Das ist echt nicht viel. Ich könnte ruhig ein paar mehr Steine hier auf dem Gelände rumliegen. Auch beim Müll hätte ich mir ein paar Steine erhofft eigentlich. Ich gehe mal Richtung. Ich hange mich ein bisschen an den Büschen entlang.
Allerdings gucken, ob hier irgendwo was Glitzerndes ist. Da kann jederzeit hier doch bestimmt aus irgendeinem Busch rauskommen, oder? Okay, rechts halten zum Busch hin, aber sie macht automatisch was. Vielleicht kann ich ihn mit irgendwas ablenken. Was zum Beispiel? Hol Stöckchen? Oder Steinchen? Ah, sieht so aus, als könntest du hier etwas hinstellen. Schlüssel bestimmt nicht, oder? Ich meine, den Chicken Coop Key brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr, deswegen legen wir den einfach mal hier hin. Nein. Okay. Es mochte nicht, was ich da hingelegt habe. Was sollte ich da noch hin tun? Tja, sag du es mir. Kann ich denn hier zwischen den anderen Teilen wechseln? Nee, es muss irgendeine Art von Schlüssel sein. Nicht, dass ich den Poolkey extra gerade gefunden habe, dass ich den da hinlegen muss. Den brauchen wir bestimmt noch. Sollten wir erst zum Pool gehen und dann den Schlüssel hier hinlegen? Was, wenn wir noch brauchen? Ich leg mal hin, schau, was passiert. Und wenn er nicht will, dann wissen wir ja, dass wir noch zum Pool müssen. Ne, sieht nicht so aus. Es mochte nicht, was ich hingelegt habe. Was sollte ich da noch hin tun? Wie wär's einfach, wenn du um den Zaun rumrennst, in dem Busch dich da versteckst und versuchst, an dem Ding vorbeizuschleichen. Okay, aber so kommen wir hier scheinbar momentan nicht weiter. Komisch, dass der Hund da oben ist und gleichzeitig wir von anderen Hunden manchmal hier unten in den Büschen oder so angefallen werden. Wo kamen wir her? Hier kamen wir her. Ach ja, stimmt, hier ist ja der... Hier oben läuft er lang, ne? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Einfach schnell dran an dir vorbeirennen. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich kurz verfolgt hat. Okay. Ja, ein Schlüssel, um in einen Raum reinzukommen, in dem ein weiterer Schlüssel liegt. Das sind Horrorspiele. Okay, gehen wir mal den Weg wieder zurück. Ich gehe mal nicht unten an den Büschen entlang, sondern hier lang. In der Hoffnung, dass ich hier einerseits näher an diesen Zwischenbüschen bin. Und dass der Hund hier nicht aus dem anderen Gewächs irgendwie plötzlich rausspringt. Und in der Hoffnung, dass ich irgendwann nochmal nach rechts komme. Richtung Pool. Ja, hier. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Hier ist irgendein Buh, 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 Buh. Kommt das von hier oben? Das Schlimme ist, dass man hier keine Geister sieht. Unter den Bäumen. Das ist das Vieh. Stimmt, habe ich ja total vergessen. Das hat ja vorhin auch das Geräusch gemacht. Na komm schon, geh weg. Ja, ist weg. Nein, ich habe vergessen zu laufen. Ich dachte, jetzt kommt nichts mehr. Scheiße. Oh, wenn man sich nur einmal kurz in Horrorspiel denkt, oh, jetzt hat man es überstanden. Fuck. Ich will nur noch mal, um nur mal sicher zu gehen. Nein, Quatsch. Oh Gott. Ja, wir haben den Poolkey. Gut, dann gehen wir halt von hier zum Poolkey. Zum Pool. Ich wollte sowieso mal Richtung Eingang gehen. Wenn ich das für keine gute Idee hatte, hier über so ein offenes Feld zu gehen. Ja, wie ich mir dachte, hier ist eine ganze Menge unterwegs. Tust du mir irgendwas? Du bist doch ganz lieb, ne? Ja, du tust auch nie was, wenn ich das spawne an dem Schrein. An der Jinzo-Statue. Komme ich irgendwo dann wieder raus? Ich gehe mal ganz an dem Rand lang. Oh, so ein Vieh wieder. Okay, irgendwo ist ja was in der Nähe, aber schauen wir mal, was hier liegt. Na, komm schon. Hey! Hallo! Rotes Examens-Buch.
Buch oder Sheet gefunden. Schauen wir mal, was das ist. Wo haben wir's? Hier. Ein Examensblatt mit ganz vielen Fehlern. Es wurde zusammengeknüllt und weggeschmissen. So, haben wir auf der Rückseite von diesem Schild hier was? Auch gleich gucken. Vor langer Zeit ging ein Mädchen verloren in dem Schwimmbecken von der Schule. Jeder hat nach ihr gesucht, aber sie haben nicht ein einziges Haar gefunden. Die Gele Legende besagt, dass sie immer noch in dem Pool ist und versucht rauszukommen. Und wegen ihr wird das Schwimmbecken rot um Mitternacht. Jetzt habe ich noch viel mehr Lust, zum Pool zu gehen. Kommen wir da gar nicht lang? Ich dachte, das ist gerade ein Monster, oder ist das nur so ein halber Reifen? Gott. Ist an den Reifen irgendwas? Scheinbar nicht. Ich gehe bestimmt nicht zur Schaukel. Spiel du da mal schön alleine. In der Mitte von dem Feld ist auch noch irgendwas, aber da traue ich mich, glaube ich, absolut nicht hin. Wobei, wir spawnen dann sowieso am oberen Ende des Feldes. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber ich gehe trotzdem erstmal am Rand lang. Einfach um zu schauen, dass wir auch an den Rennern nichts verpassen. Ja, weil meistens liegt an den Rennern was. Ein Stein. Ein Stein auf diesem riesigen Feld. Okay, das ist eins, was lange stillsteht, was mich aber verfolgt, wenn ich zu nahe komme. Wieder Mr. Polizist, da ist ein Vieh. Ich glaube, nee, in der Mitte sind ganz viele von den Viechern. Die wollen einfach, dass man, glaube ich, am Rand lang geht. Kommt doch bestimmt gleich wieder Hundi. Wenn Hundi kommt, sofort rennen. Kein Hundi. Ich hab gedrückt. Ich hab wieder das Falsche gedrückt. Das bringt mich immer so durcheinander mit dem Q und Y und bla blub. So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Okay, das haben wir erstmal überstanden. Okay. Oben ist ja der Eingang zum Pool gewesen, aber ich guck mal, nur was passiert, wenn wir hier lang gehen, Richtung dem Eingangstor, wo wir ja vorhin standen. Müsste ja in die Richtung hier sein, ja. Ah, okay. Mit euch langsam komme ich ganz gut klar. Mal gucken, was du hier unten bewachst. Am Eingang. Kann ich das Tor vielleicht öffnen? Ne. Ich gucke das Schild nochmal von vorne an. Die Schlüssel zum Pool und zum Chicken Coop, also zum Hühnerstall, werden vermisst. Die Studenten, die sie haben, sollten sie zum Büro zurückbringen. Okay. Damit habe ich jetzt wieder nicht gerechnet. Verdammte Axt. Oh. Aber ich glaube, da unten war auch nichts mehr, kein Item oder so. Dieser Hund, ey, der bringt mich noch um. Also, der bringt mich die ganze Zeit um, aber ich meine jetzt mich. Das war wieder so knapp. Ja, ich würde es nur nochmal austesten. Nee, ich will es nicht rausfinden. Komischerweise ist kein Herzschlag, wenn das Ding kommt, aber ich will trotzdem nicht rausfinden, was passiert, wenn es einen erwischt. Bis du weg bist. Geräusch ist weg. Gut, dann. Ach, das ist die Tüte. Dann gehen wir mal in den Pool rein. Ich warte nur, dass hier aus dem Busch das Vieh wieder rauskommt. Ich habe die Taste im Anschlag. Aber hier war kein Busch zum Verstecken, oder? Doch, hier ist einer.
Na dann, auf zum Mädchen im Pool, was vermisst gegangen ist. Eine dort, eine Dor, eine Tür zum Pool. Moment. Nee, ich spare mir die Münze. Ich weiß nicht, wie viele wir davon noch bekommen. Ich dachte jetzt, dass ich kurz oben beim anderen Jinso speichere, dass wir schneller zum Pool kommen, aber nee. Ich wag's. Ich will nicht hier sein. Okay, da komme ich schlecht lang. Wir müssen irgendwas. Ich will hier keine Steine verschwenden. Wir müssen irgendwas finden, womit wir. Da ist was im Wasser. Irgendwas finden, womit wir den Hund besänftigen können. Nein, nein, nein. Okay, die scheinen mich nicht zu verfolgen. Du willst mir nicht sagen, dass ich irgendwie in den Pool rein muss, um in diese Ecke zu schwimmen, um was immer dazu ist, zu holen, wo dieses Viech im Wasser ist. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich glaube, es verfolgt mich. Ist der gottverdammte Eingang. Wahrscheinlich genau von einer Ecke zur anderen. Ich beobachte mal das Vieh ein bisschen im Wasser, ob das eine bestimmte Route hat, die es schwimmt. Weil das wird bestimmt gleich nicht unwichtig werden. Kann ich das Wasser ablassen? Das ist eine Pumpe. Möchtest du den Pool drainen, also das Wasser ablassen und den Boden abchecken? Ja. Vielleicht kann sich das Ding da nicht mehr so gut bewegen. Okay, es fliegt da immer noch rum. Ich folge ihm mal. Es ist hier gerade nach oben gegangen. Ich folge ihm nicht. Wie bewegt es sich? Das ist die Frage. Okay. Das hat mir bloß, hier sind zwei drin. Komm, 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 komm. Puzzle Piece 1. Dafür bin ich bis zum Pool gegangen, was soll ich mit dem Puzzle-Piece? Das kann ich auch überhaupt nicht beim Dings einsetzen, beim Hundchen, oder? Oder ist hier noch irgendwo was in der anderen, in der oberen rechten Ecke? Okay, das Vieh verfolgt mich. Schöner Koi im Wasser, ja, klingt wirklich wie eine riesige Klospülung, eine Mega-Klospülung war das. Ich weiß nicht, ob hier unten noch was zu finden ist. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir müssen auch irgendwie den Hund besänftigen. Ich glaube nicht, dass es mit einem Puzzle-Piece geht. Moment, hier können wir doch irgendwas. It's a drain. Ah, bestimmt ist in einem von den Dingern was. Du kannst mich hier unten nicht erwischen. Ja, it's a drain. Ha, da ist etwas drin versteckt oder eingeklemmt. Ja, das ist eine ganz gute Idee, das rauszuholen. Ja. Ah, ein Knochen, natürlich. Und was liegt hier noch? Was? Wo? Da war doch... Scheiße. Aber warte mal, unmittelbar bevor ich gestorben bin, habe ich noch die Swimsuit eingesammelt, oder? Ich habe die noch im Inventar, oder? Und bitte sag mir, dass ich sie noch habe. Also ich habe den Knochen. Und, ja, Torn Swimsuit. Ich bin auch geschockt. Die Badekleidung von einem Mädchen, ja, die ich im Pool gefunden habe, ist es vollkommen zerrissen. Das war wahrscheinlich von dem Mädchen, was in den Abzug geraten ist und dort wahrscheinlich verkleinert wurde. Zerkleinert wurde, besser gesagt. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder der Hund. Im Anschlag verlassen. Okay.
Ich weiß. Dieses Spiel trollt mich. Es trollt mich echt. Okay. Sobald du kommst, umdrehen. Ja, zu früh. Hässlich, lässt mir echt keine Chance. Okay, wir machen es anders. Ich gehe einfach. Wenn ich hier lang komme, wenn ich hier durch kann. Ich komme hier nicht durch, doch ich komme durch. Okay. Gehe ich einfach hier oben. Ah, okay, da verfolgt mich das Vieh, aber bei dem hat man. Moment mal. Okay, deswegen hat man keinen Herzschlag bei dem, weil das tut einem nichts. Aber was ist es dann? Was macht es? Hm. Komisch. Ah ja, hier ist er wieder. Ja. War da vielleicht irgendwie was mehr als vorher? Ich bin auf jeden Fall ausgewichen. Oder mit purem Glück einfach dran vorbeigerannt. Je nachdem, wie man es interpretieren will. Okay. Dann nimm mal Knochi, Knochi. Nein. Hier. Scheint so, als könnte man hier etwas hintun. Also der nasse Knochen zählt als Schlüssel. Laut dem Spiel. Würde ich ihn auch nochmal anmerken hier. Komm. Schnapp, schnapp Knochilein, schnapp Knochilein. Ja, da freust du dich. So betrachtet ist er eigentlich ganz süß. Wenn er eigentlich ständig umbringen würde. Es hat den nassen Knochen genommen. Was? Ah, okay. Dann spiel mal mit dem Knochen. Es ist fort. Wahrscheinlich werden da hier drin trotzdem irgendwelche Schrecken erwarten, sonst wäre der Busch nicht hier. Scheint so, als könnte man hier graben. Aber ich brauche eine Schaufel, um zu graben. Vielleicht ist eine in der, im Dingsbums halt. Okay, da ist irgendwas drin, aber ich schaue mich erst nochmal um. Da hinten ist auch noch was. Die Verbrennungsmaschine ist nicht länger in Benutzung, aber ich höre ganz leicht ein Feuergeräusch. Die Tor ist geschlossen und, also geschlossen und verschlossen. Hier hinten befindet sich auch noch was. Okay, da ist ein Busch. Ich renne ganz schnell hin und verstecke mich in dem Busch. Richtigen Tasten drücken und dann kann ich vielleicht schauen, was da liegt. Ah! So viel zu dem Plan. Ist die Frage. Ach, fuck. Okay, selbe Taktik wie eben. Ich gehe einfach hier oben lang. Und da muss ich mal gucken, wie schnell das Vieh ist. Dann kann ich, glaube ich, sobald es anfängt, mich verfolgt nach unten zum Busch. Vielleicht eher. Wobei es im Busch vielleicht auch einfach verbrennt. Ist ja immer ein Brennvieh. Okay, da bist du. Ne, okay, das war scheinbar, keine Ahnung, was das vorhin war, warum ich so knapp nur dran vorbei bin. Hier passiert ja zum Glück nichts. Ah, der Hund ist ja wahrscheinlich immer noch weg, nehme ich mal an. Ich kann ja wahrscheinlich einfach rein, ja, kann ich. Und dann renne ich einfach unten zum Busch, sobald das Vieh mich verfolgt. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Komm, komm, komm. Ja, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du! Ist die Frage, geht's dann wieder an den Ort zurück? Und wenn ja, wie werde ich es los? Es bleibt da. Verdammte Axt. Da komme ich doch niemals hin. Brauche ich irgendwie einen Eimer Wasser oder so, um das Ding auslöschen zu können. Also im wahrsten Sinne des Wortes, um es auslöschen zu können. Und ich kann ja natürlich nicht einfach hier mal kurz über die Stufe gehen, um das, was da hinten auch immer liegt, mir ranzuholen. Nein. Na gut, dann. Ich meine, später, wenn wir eine Schaufel haben, müssen wir vielleicht sowieso nochmal, um alle Geheimnisse und was weiß ich was zu finden, hier holen aus diesen ganzen Gräben und Haufen, die man da ausgraben kann. Vielleicht kommen wir hier nochmal wieder.
Das ist der Schuh von Schwester. Du hast Schwester Schuh gefunden. Und was willst du damit jetzt machen? Okay, sie geht automatisch irgendwo hin. Speichern? Ja, wir speichern. Errungenschaft freigeschaltet, Evening. Puh. Save has been completed. Loading. Der Schuh von Schwester. Ich erinnere mich daran, dass sie angezogen hat. Sie trug diese an dem Tag, an dem sie ging. Trägt sie momentan etwa nur einen Schuh? Das ist jetzt auch... Also dieses Mädchen, na gut, es ist ein kleines Kind, was ganz viel Angst hat und was jetzt nicht auf einer großen Metaebene denkt, aber ich würde mir jetzt, wenn es Nacht ist, wenn ich von Monstern verfolgt werde, wenn ich gesehen habe, wie mein Hund überfahren ist, auch wenn sie wahrscheinlich Realitätsflucht, ja wie gesagt, vielleicht begeht, wenn ich einen Schuh finde von meiner Schwester, der in der Nähe von so einem riesen Monstervieh von Hund ist, würde ich mir mehr Sorgen oder andere Sorgen machen, als jetzt mich zu fragen, läuft sie jetzt etwa nur mit einem Schuh rum? Oh yeah. Ich hab keine Ahnung, wo Schwester hingegangen ist, aber ich muss sie finden. Ich sollte bei den Reisfeldern anfangen. Okay. Ah, wir sind wieder zu Hause.